Servus Leute, ich heiße euch recht herzlich willkommen zu der Metroid Prime Trilogie natürlich. Ja, ich bin wieder im Hauptbildschirm, weil ich jetzt mit dem nächsten Spiel anfange, und zwar Metroid Prime 2 Echos. Ja, wir haben das erste Spiel abgeschlossen mit 100%. Wow, ich freue mich immer noch wahnsinnig drüber. Und ja, ihr habt ja auch das spezielle Ende gesehen, also was da rauskam, so was dieses Phazon, dieses Etwas da auf dem Boden, da war ja ein Auge an der Hand, ne? Also ganz schön krass. Und dann machen wir uns auch an Metroid Prime 2 Echos ran, natürlich auch im Veteran. Das Einzige, was ich nicht im Veteran spielen werde, wird wahrscheinlich der Teil 3 sein, weil, ich habe es im Hypermodus versucht und ich komme im Endkampf nicht mal über die Hälfte, also werde ich wahrscheinlich dann einfach nur so einfach spielen. Ja, ob ich das will? Gut, Leute, es geht los. Metroid Prime oder Echos, keine Ahnung. Vor 8 Tagen ging der vierte Riesentrupp ist ausfindig zu machen und Unterstützung ist zu leisten. Letzte Übertragung wurde aus der Dasha-Region von einem verlassenen Planeten namens Aether empfangen. Landeanflug. Und auch ich heiße euch recht herzlich willkommen auf dem Aether. Ja, wir sind gelandet mit unserem, wie ich immer noch finde, unglaublich hässlichen Schiff. Also es ist nicht besser geworden nach dem ersten Teil. Ich finde generell, man kann alle Kampfschiffe außer das von Metroid Prime 3 kann man komplett vergessen. Also wirklich alle Schiffe aus allen Metroids. Außer das von Metroid Prime 3, Corruption halt. Aber ja, wie ihr gesehen habt, wir sind gelandet, wir wurden vom Blitz getroffen und ja, sollen jetzt diesen Föderationstrupp ausfindig machen. Ihr seht schon, es ist einiges verändert, ja. Es ist immer noch die Wii-Version, aber wie ihr natürlich vielleicht mitgekriegt habt, ist das, ja, die GameCube-Version halt. Also es kam noch fürs GameCube raus, der zweite Teil, und es hat sich natürlich da dann schon, dieser Scan-Visor hat sich schon zum Besseren verändert. Also es ist jetzt einsichtiger. Alles gut für uns, und ich denke mal, da wir jetzt auf dem Aether sind, können wir auch direkt losmachen. Also ja, wir sind gelandet, wir sind komplett normal und weiter geht's. Okay, die Dinger können wir einfach kaputt machen. Wow. Gut, das kann man nicht scannen, das da vorne kann man scannen, auf jeden Fall.
Bioscan abgeschlossen. Widerstandsfähige an dunkle Umgebung angepasste Pflanzenform. Gut. Hier vorne können wir noch nicht weiter. Dazu fehlen uns bestimmte Dinge. Ja, und dann gehen wir mal weiter. Das sieht ja schon sehr nach Föderation aus, finde ich. Ja, und wie man hier schon sieht, ist hier sehr viel gelagert, aber auch schon sehr viele Sachen sind kaputt. Und hier gibt es natürlich wieder jede Menge zum Scannen. Und wie man hier schon sieht, ja, Kreaturen. Fremde Kreaturen. Was natürlich passiert sein kann, kann es schon jeder ahnen und... Achso, ich muss drauf schießen. Alles klar, einfach drauf schießen. Also es wird wahrscheinlich, ja, wie gesagt, viele Kreaturen, sieht nicht gut aus. Okay, wo müssen wir lang? Ach ja, klar, genau, gleich vorweg. Oh, hier. Gleich vorweg, ich werde hier keine 100% erreichen und ich werde es auch nicht versuchen. Ich werde viele Items sammeln, ja, aber ich werde keine 100% erreichen. Das weiß ich jetzt schon und das, ja, ist halt so. Alles klar, hier ist jede Menge tolles Zeug. Ein Kartenterminal, sehr schön. Und da stand es auch schon hier. Soldaten verloren. Drei Soldaten verloren. Als eine Gasfalle griff, gelang es ihnen nicht, Tor A zu öffnen. Konnten sich nicht rechtzeitig in Sicherheit bringen. Man sieht's, also die haben hier ziemlich zu kämpfen gehabt mit allen möglichen Gefahren auf dem Äther. Äther. Ich weiß jetzt nicht, ich nenne es jetzt Äther. Alles klar, wir haben auch die Kartendaten. Ja, sieht doch ganz gut aus. Falls der Sound irgendwie noch ein bisschen leise ist, der Spielsound, werde ich den nächstes Mal noch ein bisschen lauter stellen. Aber ja, wird schon gut gehen. Gesichertes, ja, wow. Oh, shit. Ja, okay, Arbeitersplinter. Also wie man sieht hier, die machen wir erstmal weg. Es hat schon viele erwischt. Codex-Genom, wow, Mensch. Durch Herzstillstand. Extremer Angstzustand während des Todes. Verwundung, Sturf. Oh. Der wurde von einem eigenen, also von, entweder hat er sich selbst erschossen oder von Mitgliedern. Okay, das ist ein bisschen makaber, aber er fällt einfach runter. Okay, gut, geht's weiter. Ja, also wie man sieht, es wird nicht besser. Können wir nicht einfach hier drunter durchrollen? Wow. Okay, gut. Also man soll hier dann was aktivieren, obwohl man es einfach durchrollen könnte. Berichte vorgenommen. Gut, also die Berichte und Überlieferungen und sowas lese ich natürlich wieder vor. Marinekorps der Galaktischen Föderation, persönlicher Logbucheintrag SPCB Reeves. Okay, da müssen wir dann direkt in die Datenbank rein. Und hier ist seine Überlieferung. Mir gefällt dieser Plan nicht. Dieser Bau ist nur ein kleiner Teil eines größeren Netzwerks. Auf diesem Planeten könnte... Was? Verdammt. Ach, mit A. Auf diesem Planeten könnte es Dutzende von diesen Nestern geben und möglicherweise sind sie sogar alle miteinander verbunden.
Durch die Ausrottung dieses Schwarms gewinnen wir vielleicht Zeit, aber es könnte auch ein Angriff der anderen Schwärme auslösen. Gut, die sind recht kurz, fallen die hier aus. Die meisten, glaube ich auch. So, dann ist hier noch ein anderer. Jetzt weiß ich nicht mehr, wie er hieß. Irgendwas stimmt. Ach, genau, hier steht's. G-S-G-T-C Bennett. Irgendetwas stimmt nicht mit dem Sperrsystem hier. Zweimal sind sie schon ausgefallen. Wir waren ausgesperrt, bis jemand kam, um uns reinzulassen. Wenn das wieder passiert, während wir den Köder für diese Biester spielen... Naja, wenigstens würden wir dann endlich kämpfen, anstatt in diesem Kontrollbereich Verstecken zu spielen. Also, wie man merkt, große Unzufriedenheit. Steuerung des Shots nicht möglich. Ach so, also soll man sogar hier durchrollen. Okay, gut, dann habe ich gerade was verwechselt. Ach du meine Güte, was ist das denn? Lebensform unbekannt, keine Lebenszeichen. Oh, ich weiß, was das ist. Ah, okay, gut. Erläutere ich später. Rekonstruktion der Eintracht. Ach so, bei dem auch nicht. Das Scan dauert hier auch ein bisschen länger als im anderen Teil. So, hier müssen wir natürlich zum Morphball werden. Manche Objekte lassen sich mit Hilfe von Bomben zerstören. Oh Gott, hier hängen ja immer noch viele rum. Was ist das? Splinter, oh, aber ein ziemlich große Viecher gibt's hier. Das wären ja wieder nette Kämpfe. Ach du meine Güte. Oh, im Nahkampf von unbewaffneten Soldaten. Eine Bombenmulde. Die kennen wir ja auch schon aus dem ersten Teil. So, wie wir sehen, mutiert das Spiel zu einer Art Zombie-Apokalypse. Als ich das Spiel das erste Mal gespielt habe, bin ich etwas geschockiert gewesen, dass plötzlich die toten Soldaten wieder aufgestanden sind. Oh, verdammt, bevor ich jetzt hier... Individuelle Morphologie, dunkler Soldat, verstorbener GF-Soldat. Soldat weist laut Bioscan keinerlei Lebenszeichen, aber Präsenz einer fremden Biomasse auf. Ja gut, also es sind gar keine Zombies, sondern sie werden von etwas wiederbelebt und gesteuert. Gut, dann machen wir uns mal weiter wieder vor. Wahrscheinlich wird es da auch nicht anders aussehen. Ja. Untote Soldaten. Ich kämpfe jetzt gegen die mit Bomben. Hihi. Ja, das dauert mir aber zu lang. Es tut mir zwar leid, Leute, dass ich euch hier ziemlich fertig machen muss, aber naja, wie ihr mir, so ich euch, ne? Also jetzt, um den Spruch ein bisschen abzuwandeln, aber tut mir echt leid, dass ich euch umhaue. Und gut, das Shot wird geöffnet. Wow, coole Begrüßung. Stellt euch mal vor, ihr macht zu Hause die Haustür auf und es kommt auf einmal diese übelste Musik und ihr werdet von so ein paar Haufen untoter Menschen begrüßt. Das ist ziemlich makaber, aber ich stell... Also man könnte es vielleicht ganz lustig aufsehen, so wie, wie diese Musik und ja, cool. Ja, ganz lustig. Okay, gut. Hallo, jetzt habe ich schon zweimal daneben geschossen. Mit Raketen geht's auch. Wo sind wir?
Also wer kann das gewesen sein? Es gibt also einen Widersacher auf diesem Planeten, der so aussieht wie wir. Da ist was versperrt, das kennen wir auch noch. Ja, also immer wieder dieselbe Lebensform. Unbekannte Dimensionsanomalie. Da hinten ist was, kann ich das scannen? Ja. Fehlfunktion, ah, okay. Treten wir auch hindurch. Also wie ihr seht, sind wir nur mit knapper Not entkommen. Chozo Kampfanzug Version SA. Achtung, Ausrüstung. Ja. Space Jump Schub Düsen fehlen. Toll. Grapple Beam Auslöser fehlt. Toll. Morph Ball Boost Einheit fehlt. Aber Morph Ball geht noch. Toll. Generator für Powerbomben fehlt. Raketenwerfer fehlt. Bombenmodul des Morphballs fehlt. Restliche Systeme sind aktiv und einsatzbereit. Wow, das sind ja nicht mehr viele. Gut, also wir haben wieder sehr, sehr viel unserer Ausrüstung verloren. Morphball, alles hinüber. Objektanalyse angeschlossen. Tunnelbedeckung besteht aus tallorischer Legierung. Ja, braucht man Morphball-Bomben geht also nicht, aber hier kommen wir trotzdem noch durch diesen kleinen Lüftungsschacht. Eieieiei. Ach ja, ich kann ja nicht mehr doppelt springen. Ja, hier gibt's auch wirklich nichts. Oh, die kleinen Einheiten, die darf ich nicht vergessen. Kleine Energiekapsel. Wow, das war jetzt... Hä, war das jetzt kein Eintrag zur Technologie? Das ist ja krass. Okay, das tut mir jetzt leid, Kumpel, aber das, ja. Du lagst ein bisschen im Weg. Wir können erstmal hier vorgucken. Nein, ich wollte hier nicht lang. Wahrscheinlich geht's da weiter. Ich will erstmal hier reingucken. Oh, wow. Die brauche ich nicht. Wir nehmen dann die nächste. Transporter einsatzbereit. Es geht wieder nach oben. Wir sind raus aus diesem Horrorkabinett aus lauter toten verbündeten Soldaten. Die, naja gut, verbündet lassen wir mal lieber weg. Scan nach lokalen Ressourcen beendet. Örtliche Speicherstation ist aktiv. Welche meint er denn jetzt? Wow, toll. Ich habe doch schon eins gedrückt. Was denn los? Also müssen wir die verwenden. Gut. Das hätte ich nie gedacht, dass wir dazu gezwungen werden, eine Speicherstation zu benutzen. Nein, 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 du darfst nicht weitergehen, erst wenn du gespeichert hast. Gut, dann speichern wir halt.
So, und jetzt geht's weiter. Zurück zum Transporter und eine Etage. Bitte geh auf. Eine Etage nach oben. Setzen wir unserer Suche nach dem föderierten Trupp fort. Obwohl natürlich nach diesem. Ja, nach dieser. Ha, wie können wir es. Begegnung, genau, nach dieser Begegnung gerade mache ich mir natürlich wenig Hoffnung. Wie wir gesehen haben, war das natürlich ein Wesen, das so aussah wie wir, nur dunkler und bösartiger. Ich nenne es jetzt einfach mal die dunkle Samus. Einfach so, das hat überhaupt kein irgendwie, ne? Und auf jeden Fall schätze ich ja mal, dass das das Wesen ist, wenn ihr aufgepasst habt im Ende des von Metroid Prime, als wir den Metroid Prime ja tatsächlich besiegt haben. Ah, okay. Wurde die Phazon Suit quasi aus uns rausgesaugt. Und wenn ihr auch das spezielle Ende gesehen habt, dann ist da was aus dem Phazon emporgestiegen. Und ja, vielleicht war es sogar dieses Wesen. Ich kann es mir nicht ganz vorstellen, weil es ist, also wirklich, als man, wenn man das spezielle Ende sieht, da ist ja ein Auge auf. Ah, ich muss euch scannen. Ein Auge auf der Handfläche dieses Wesens gewesen, was da aus dem Phazon rauskam, aber also das sah ja auch ganz anders aus. Das andere war ja schwarz-rot. Und das war einfach nur sehr schwarz und blau. Ein bisschen blau. So, das hier auch noch scannen. Ich möchte auch möglichst viel der Datenbank voll haben, aber halt, wie gesagt, irgendwas fehlt immer. Das noch. Und da drauf schießen. Ich finde auch, man sieht im Vergleich zum ersten Teil schon grafische Besserungen. Also es sieht schon besser aus als der erste Teil. Gut, damit auch wirklich jeder Raum bis zum letzten irgendwas gescannt ist. Oh, ein Eintrag eines Soldaten. PFCM Veroni. Ich schätze, Heidi macht es nicht mehr lange. Ständig führt er Selbstgespräche, außerdem schläft er kaum noch. Neulich lacht, hätte er mich fast angeschossen, als ich Wache hatte, weil er dachte, ich wäre eines von diesen Viechern. Daraufhin habe ich inoffiziell mit dem Arzt gesprochen und er meinte, wir wären auf jeden einzelnen Mann angewiesen. Das stimmt zwar, aber wenn Heidi ausrastet und ein paar von uns dran glauben müssen, hilft uns das herzlich wenig. Ja, nur weiß man halt nicht, ob er wirklich ausrastet oder nicht. So frühzeitige, wie nennt man's, prophylaktische Exekution ist natürlich auch jetzt nicht so das Beste, was man tun kann, also, so, ne? Dient als Nahrungsquelle. Schön. Wir sind in den Tempelanlagen. Hier ist übrigens das Ding, kommt gerade angefahren, was wir da vorhin haben hochfahren lassen, glaube ich mal. Scan erfolgt, das hat, ja. Okay. Ich hoffe, ihr wollt jetzt, also wenn ihr wollt, dass ich das vorlese, dann wäre es nett, wenn ihr das in die Kommentare schreibt, weil ich lese das jetzt nicht vor. Reicht ja, wenn ich die Überlieferung vorlese, also muss ehrlich, wenn ich das hier alles vorgelesen hätte, dann wären wir jetzt noch im ersten Gebiet. Ja, da können wir noch nicht lang, uns fehlen halt die Raketen. Was sehr schade ist. Irgendwas explodiert gerade hinter uns. Wow, jetzt muss ich erst zugucken und währenddessen. Ja, das hat man davon, also diese. Oh. Wow, ja, das war. Das meinte ich gerade. Jawoll. Kapuff.
Hä, müssen wir hier lang? Moment mal. Aha! Ich dachte jetzt, wir müssen da vorne lang, aber da geht's ja gar nicht lang. Gut zu wissen, weiter geht's. Hier können wir auch noch nicht lang. Oh! Typ 4 Sperrtor, robuste Barriere, ja, okay. Dentium. Ich denke mal, das ist dasselbe wie Bedentium, also wahrscheinlich auch Powerbombe. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ich habe das Spiel ja schon mal gespielt, wie gesagt. Aber ich tue jetzt einfach mal so, als wüsste ich überhaupt nichts. Wie gesagt, den Namen Dunkle Samus habe ich mir auch einfach nur so ausgedacht. Das steht in keiner Verbindung zu irgendetwas. Boah, die Viecher werden auch immer größer heutzutage. Die wachsen und wachsen. Okay, da kommen wir auch noch nicht hin. Also wir haben wirklich nichts mehr. Wir sind... Boah, ist das scheiße. Berichte, Marinekorps, PFCL Broda. Ich bin Broda. Wir werden uns bis auf Weiteres hier niederlassen müssen. Dem Ingenieur nach besteht keine Aussicht darauf, dass wir den Schiffsantrieb wieder zum Laufen bekommen. Er berichtete auch, dass atmosphärische Interferenzen unser Notsignal beeinträchtigen. Falls das hier jemand liest, dann sei ihm gesagt, dass wir unsere Pflicht taten und uns tapfer schlugen. Das ist ja wie diese Geschichte von den Spartiaten, die sich den Persern in den Weg gestellt haben. Und ich rede jetzt nicht von dieser 300-Version, dass die übelst episch gekämpft haben und so. Sondern in Wirklichkeit waren es halt, glaube ich, nicht 300, sondern wirklich nur 100. Und die haben dann, also diese Geschichte, die da am Ende erzählt wird, Wanderer, kommst du nach Sparta, dann berichtet, du hast uns hier liegen sehen, das ist wirklich überliefert, dass die das dort in den Stein gehauen haben, diese 100. Oh, gut, hier stehen wieder Menschen auf. Zumindest hat uns das unsere Lateinlehrerin erklärt und die schien da ziemlich viel Ahnung zu haben, deswegen glaube ich ihr das einfach mal. Wow, Abwehrsysteme. Gut, während das noch nicht auf uns schießt, jetzt was, wo es schon anfängt auf uns zu schießen, geschützt der Brummer, die Brummer sei ja cool. Hätten sie davon einfach mal mehr irgendwo an unerreichbare Stellen hingehangen, wären sie wahrscheinlich sicherer gewesen. Scan des Objekts nicht möglich, zumindest nicht von dieser Seite. Wow. Dann müssen wir wohl hier mal durchrollen. So, dann kriegen wir noch einen Eintrag von dem guten SPCM Engsev oder so. Wirklich lächerlich. Ich kann besser schießen als die Hälfte der Leute hier und dann hänge ich hier vom Monitor rum. Ich habe mich doch nicht gemeldet, nur um auf einen Holoschirm zu glotzen. Mit einer Samus Aran würde man bestimmt nicht so umspringen. Sie würde sich da draußen um die Sache kümmern und keine Knöpfchen drücken und Berichte senden. Also der kennt mich anscheinend, zumindest hat er schon mal von mir gehört. Was heißt von mir, von Samus Aran? Die hat's halt schon ziemlich drauf, ne? Also wenn man hier irgendwas anvisiert mit dem Beam und dann loslässt, dann bilden sich dann noch kurz diese Anvisierungspfeilchen. Ich glaube, wir erfahren jetzt, was hier abgefahren ist. Oder was hier abgegangen ist. Ich bin jetzt mal ruhig. Wir folgten dem Piraten, doch unser Schiff wurde beim Eintritt in die Atmosphäre des Aethers durch einen Sturm beschädigt. Ich
lese euch jetzt da unten doch vor. Starke Induktionsfelder hatten die Kommunikation lahmgelegt. Ein Team errichtete eine Basis, ein anderes sollte das Schiff reparieren. Beide Einheiten kamen gut voran. Bis sie kamen. Also ja, wir wissen jetzt, was passiert ist. Die ganzen Soldaten mussten sich einer Übermacht von diesen schwarzen Splintern stellen. Ja, so eine Übermacht wäre auch für uns jetzt hier alleine ziemlich kritisch geworden oder vielleicht ein ziemlich harter, langer Kampf geworden, den wir vielleicht nicht ganz überlebt hätten. Nicht ganz überlebt, ja gut, das ist ein bisschen blöd ausgedrückt, nicht ganz überlebt, ja. Okay, das ist vom Captain A. Exeter. Das ist der Captain hier, der das Kommando hatte. So langsam schwant mir, dass es keine gute Idee war, gerade hier zu landen. Reeves liegt richtig damit, dass dieses Nest nur eines von vielen ist. Schön blöd, in einem Hornissennest herumzustochern. Erst recht, wenn man direkt darunter schläft. Ja, also die sehen ein, dass das ein blöde Idee war. Aber wo sollten sie denn sonst dann? Der Antrieb ist ja hin, also... ACPL, also wahrscheinlich irgendwas mit Corporal, Leutnant Corporal, J. Broad. Mann, ich hoffe, das ist die einzige Brutkammer dieser Biester. Wenn es davon noch mehr gibt, stecken wir in echten Schwierigkeiten. Wir hatten auch so genug Probleme, als wir die Kammer ausgehoben haben. Um ein Haar wäre mit die Munition ausgegangen. Sowas ist mir noch nie passiert. Gut, wir haben ja hier noch ein paar Berichte vor uns. Oh, wir erhalten noch ein Kartenterminal. Und jetzt kann man hier wirklich nochmal jeden einzelnen Sitz scannen, ohne dass ein Eintrag in die Datenbank erfolgt. Das ist ja richtig schön nutzlos. Nur um herauszufinden, wer da sitzen darf. Dann holen wir uns schon mal wieder die Kartendaten ab. Okay, wir haben die Kartendaten, sehr schön. Aber halt auch nur so weit, wie das Team gekommen ist. Theoretisch ist ja eigentlich jetzt unsere Aufgabe erfüllt. Wir haben das föderierten Team gefunden, aber können halt keine Hilfe mehr leisten. PFC J. Haley, ich höre sie, ihre Stimmen, sie sind überall. Sie kommen, kann ich schlafen, keine Nacht. Sie werden mich fressen, fressen! Gut, der ist, ja, also gut, vorhin habe ich gesagt, prophylaktische Exekution wäre nicht so gut, bei dem schon. PFCS Milligan. Broda hat seine Wette verloren, deswegen übernehme ich jetzt seine Wache hier. Ein netter Bereich, recht sicher und ziemlich unspektakulär. Passt mir prima in den Kram, sollen die anderen Säcke sich ruhig die Finger verbrennen. Ich jeden... Moment mal. Hey, nein, halt, nein. Ende der Aufzeichnung. Zu Recht, wenn der hier anfängt, ich will lieber sicher leben, ist ja wie hieß er hier, Jean von Shingeki no Kyojin.
Marinekorps der Galaktischen Föderation, persönlicher Logbucheintrag, SPCF Triplet. Der Unteroffizier meint, diese Splinter erinnern ihn an einen Killerkäfer, den er mal auf einem anderen Planeten gesehen hat. Tja, ich weiß nur, dass diese Biester ziemlich flink sind und einiges vertragen. Wenn es so weitergeht, brauchen wir bald die Bajonette. Wir haben kaum noch Munition, selbst Broad nicht. Und ich kenne keinen knausigeren Mustersoldaten. Knausigeren Mustersoldaten. Alles klar. Gut. Wir haben alle gescannt. Geht's weiter. Ehrlich gesagt, ich muss zugeben, ich... Oh, wartet. CDRK Starling Pilot. Dann ist das der Co-Pilot. Ne, befehlshabender Offizier. Gut. Ich hatte extreme Probleme, mal hier diesen Übergang zu finden. Ich habe wahrscheinlich hier 30 Minuten lang gesucht und bin nicht weitergekommen. Als ich es dann gefunden habe, hat sich das so krass in mein Gedächtnis eingebrannt. Ja, Text kann nicht entziffert werden. Analyse, defekte, kunstvolle... Ja. Was? Defekte, kunstvolle Installation mit technischen Komponenten. Holoprojektoren? Ich habe es wieder nicht... Außer Betrieb... Okay, Reparatur vermutlich nicht möglich. Hätte ich das früher gelesen, hätte ich mir das ersparen können. Eine kinetische Kanone. Gut, damit können wir uns wahrscheinlich darüber pusten. Aber erstmal möchte ich hier noch den letzten einen Bericht weiterlesen. PFC I. Craney. Gestern beim Abendessen fing Engstef plötzlich an, von einer Kopfgeldjägerin zu erzählen, die einen ganzen Planeten voller Weltraumpiraten in Schutt und Asche gelegen haben soll. Ich habe ihr gesagt, dass ich nicht an solche Märchengeschichten glaube, was sie natürlich persönlich nahm. Tut mir leid, aber ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, wie eine einzige Person einen kompletten Stützpunkt der Weltraumpiraten auseinandernimmt. Soll sie von mir aus an Samus glauben, wenn sie so scharf drauf ist? Oder an den Weihnachtsmann oder Bigfoot oder sonst wen? Wow, ich bin schon eine Legende, also, wow, das war ja richtig nutzlos. Das war ja so sinnlos gerade. Ich bin eine richtige Legende, viele, ja, glauben nicht mal an mich. Ich bin eine Legende, ja. Eine Märchengeschichte. Nee, das wäre dann wieder nicht real. Ja, ich bin eine Legende, cool. Hier kann man übrigens auch super runterfallen, wenn man gerade ankommt. Wie ihr gerade gesehen habt, bin ich ziemlich auf der Kante gelandet. Oh. Ach, ernsthaft? Super. Hätte ich vielleicht doch mal ein bisschen was lesen sollen. Das habe ich ganz vergessen. Was? Nein. Das ist aber schon wieder was anderes. Ein dunkler Splinter, seht ihr? Die vertragen nämlich echt schon ein bisschen was hier. Mehr als ein Chargebeam-Schuss. Das ist mehr als das, was die Soldaten von sich behaupten können. Die dunklen Soldaten. Alles klar, weiter geht's. So, jetzt kommen wir endlich weiter. Ich hoffe, wir finden auch gleich mal eine Speicherstation. So, jetzt können wir hier rote Türpanzerungen vernichten. Okay, mal gucken, wann hier mal wieder irgendwie eine Speicherstation kommt. Marinekorps PFC keine Ahnung. Ich bin der Einzige, der noch übrig ist. Ich habe es aus dem Nest rausgeschafft, aber als ich zum Schiff kam, waren alle tot. Ich werde mich auf dem Weg zu der außerirdischen Unterkunft machen, die wir vorher gesehen haben. Vielleicht kann mir da jemand helfen. Moment mal, da kommt etwas runter. Hallo? Ja, das war's dann wohl. Also, wenn er der Letzte war und ihn gibt's auch nicht mehr, dann... habe ich den föderierten Trupp gefunden, aber Hilfe, ja... Goliath-Wespe, toll, solche gibt es immer noch. Diese extrem super nervigen Wespen. Okay, nur kleine Energie. Hier ist noch was zum Scannen. K
kinetische Kanone, aber wir haben keine Steuerungseinheit dafür. Dann gehen wir einfach weiter. Hä, ernsthaft, hier ist nichts. Ah. Oh, ich dachte jetzt schon, es geht nicht weiter. Ernsthaft, gibt es hier immer noch keine... Es gibt immer noch keine Speicherstation. Das ist ja hart. Habe ich irgendwas vergessen? Da könnte eine sein, aber da komme ich jetzt erstmal nicht mehr hin. Die letzte war wirklich hier unten. Da. Wow, super. Gut, dann werde ich wohl den ersten Part etwas länger machen müssen. So, ich habe keine Lust auf die. Oh, da oben ist noch eins. Ernsthaft? Oh, ob ich da hinkomme? Nee, gut. So, und wo hier die Steuerungseinheit ist, ist ganz ausgefuchst. Ich habe auch schon mal ewig gebraucht, um die zu suchen. So, zerstörtes Nest. Da ist die Kanone. Ach so, muss ich die... Ach, das gibt's doch nicht. Okay, ich muss da einmal mit der Rakete drauf schießen. Also das werde ich mir wirklich nie merken. Super. Wo kommt man jetzt hin? Das ist wahrscheinlich eines dieser Außerirdischen, ja, die hier wohnen. Hier sind wahrscheinlich solche Behälter, die wieder... Ja, Energie beherbergen oder Raketen oder was auch immer. Und es geht... Ja, gehen wir einfach mal rein. Nach... Beende ich dann doch erstmal den ersten Part. Wird vielleicht dann nicht immer möglich sein, dass ich hier direkt an der Speicherstation beende, aber wir sehen mal weiter. So, wir sind im erhabenen Tempel, Leute, und wie gesagt... Hier beende ich erstmal den Part. Also Leute, wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein!